und konnten dann mindestens ein Drittel der Servicekräfte einsparen. Das heißt, die gleiche Fläche, die gleiche Menge an Gästen wurde durch 30%, 35% weniger Kräfte bedient und sogar noch schneller als vorher. Und was wir sehr, sehr gerne machen, ist auch, dass wir die Mitarbeiter fragen oder so ein Battle machen nach dem Motto, wer findet ihn? Wer findet Timo 2? Was ich wirklich sehr, sehr cool finde, wirklich so ein Avatar sich zu erstellen, indem man sagt, man hat wirklich einen Top-Mitarbeiter, der bringt da einiges mit und den möchten wir gerne klonen. Und dann gucken wir mal, dass wir so einen finden. Ich habe einen Koch gehabt, der war 4 Jahre bei uns und er war keinen einzigen Tag krank. Und er ist immer eingesprungen für die, die einfach den gelben Schein abgegeben haben. Und der hat zu mir gesagt, Mensch, Annick, du solltest mal drüber nachdenken, dass du nicht die Kranken, sondern die Gesunden belohnst. Und derjenige, der dafür einspringt, der darf sich eben später dafür ausruhen. Und das hat dazu geführt, dass insgesamt der Krankenstand gesunken ist. Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept, unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe. Dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Annick und Lisa. Herzlich willkommen zum interaktiven Webinar, heute mit dem Thema SOS gute Mitarbeiter finden. Ja, wir haben das Thema schon ein paar Mal eigentlich auch angerissen, nach dem Motto, wie findet man gute Mitarbeiter? Aber wichtig ist im Restart, die Mitarbeiter, die ich jetzt gefunden habe, wie kann ich die denn bei Laune halten und organisieren? Auch wenn ich ein vielleicht zu kleines Team habe, dass der Restart auch wirklich funktioniert. Weil es geht auch viel um Organisation. Da haben Annick und ich schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und das nehmen wir heute zum Anlass, mit euch darüber zu diskutieren oder euch eben auch Tipps zu geben, was ihr jetzt konkret tun könnt, worauf ihr jetzt achten könnt im Restart, um mit eurem Team, was ihr jetzt habt, bereits bestmögliche Erfolge rauszuholen. Und damit, Annick, gebe ich ab an dich, denn du hast hier den Hut auf und mir hier viele Punkte genannt, die ich hier rechts auf meinem Bildschirm sehe und noch mittippern werde und ergänzen werde mit den Informationen und Diskussionspunkten, die wir hier jetzt gleich noch in der nächsten Stunde zusammen füllen werden. Herzlich willkommen, Annemann. Ja, auch von mir schön, dass ihr da seid und schön an alle Zuschauer, die das hier in der Aufzeichnung gucken. Meine erste Frage an euch ist, was ihr als größte Herausforderung aktuell seht. Ihr könnt es gerne in den Chat schreiben. Ihr könnt das uns im Nachgang als E-Mail schreiben oder jetzt einfach reinrufen. Auch wenn ihr sonst zwischendurch irgendwie eine Idee oder was selber beitragen wollt, weil ich denke, die besten Ideen hat jeder auch. Also jeder läuft mit einer Top-Idee rum und darf gerne geteilt werden. Dann einfach, ich sag mal salopp, reinschreien, weil man hier so im Online-Leben nicht gleich alles sieht. Gut. Genau. Und für die, die Zoom noch nicht so kennen, ganz kurz noch. Ihr habt unten die Leiste, die ihr bedienen könnt. Da könnt ihr ganz links euch stumm schalten. Lasst auch stumm geschaltet, seid ihr jetzt die meisten von euch, so ihr nichts sagt, damit Hintergrundgeräusche oder so hier nicht durchkommen. Sobald ihr aber sprechen möchtet, aktiviert euer Mikrofon, aktiviert gerne auch eure Kamera. Ihr müsst euch nicht verstecken. Und dann können wir euch sehen und mit euch diskutieren. Und dann haben wir noch in der Mitte von der unteren Leiste das Thema Chat. Wenn ihr darauf drückt, dann sollte sich rechts bei euch der Chat öffnen oder in der Mitte, je nachdem, wo ihr das ansortiert habt. Und da habe ich auch schon die erste Frage, die Annick gestellt hat, reingeschrieben. Was ist die größte Schwierigkeit für euch derzeit, Mitarbeiterinnen zu finden? Wo ist die Herausforderung? Also ihr könnt im Laufe der Stunde da immer noch was schreiben und andere Fragen auch reintippern. Dann können wir die auch noch zusätzlich aufnehmen. Gut, Annick, back to you. Ja, also wir haben uns Gedanken darüber gemacht, okay, worauf kommt es an? Weil wir erleben das ja auch, dass alle sagen, mein Team hat sich vielleicht jetzt ausgedünnt oder jetzt plötzlich geht es sprunghaft los, die Minijobber sind nicht erreichbar. Worauf kommt es an, um gute Mitarbeiterinnen zu finden? Und ich persönlich denke da, dass es mal sich lohnt, einen Schritt zurückzugehen und sich anzuschauen, wie sieht das denn aus? Warum habe ich denn, also was passiert denn, wenn ein Mitarbeiter bei mir arbeitet? Mit welchen Arbeiten beschäftige ich den? Weil wenn ich
sozusagen die guten Leute nur mit den wichtigen Arbeiten beschäftigen, dann habe ich automatisch mehr Zeit. Jetzt erstmal vorneweg, ich weiß, wir sind alles Profis und es gibt hier ganz, ganz tolle Hoteliers und Gastronomen, die zuschauen. Und die werden sicherlich sehr, sehr viel schon umgesetzt haben. Aber es geht mir genauso in Webinaren. Manchmal ist es so der 10. Tipp, der dann sozusagen nochmal sagt, ah, ja, stimmt, daran kann ich auch noch denken. Und deswegen mache ich jetzt sozusagen so einen Blumenstrauß auf. Das erste ist, wo ich hinschauen würde, bevor ich überhaupt Mitarbeiter suche, ist das Thema, ja, wie ich schon gesagt habe, womit beschäftige ich die Leute? Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt die Kellner, die Servicekräfte habe, die ihren Job gut beherrschen, wenn die damit beschäftigt sind, morgens die Terrasse aufzubauen, abends die Terrasse abzubauen, die Tische abzuwischen, die Aschenbecher draufzustellen, das Besteck zu polieren, die Servietten falten und so weiter, dann ist das dann sind die mit Dingen beschäftigt, für die sie eigentlich viel zu gut sind. Diese Arbeiten sind toll, toll geeignet, um gerade die ganz, ganz vielen ungelernten Kräfte, die man jetzt noch findet, langsam heranzubringen. Wir haben das in unseren Betrieben immer so gemacht, dass wir wirklich ganz klar definiert haben, okay, was für Hilfsarbeiten gibt es und die konsequent an Leute, salopp gesagt, von der Straße, mit geringeren Deutschkenntnissen, was auch immer zu geben. Und nach einem halben Jahr spätestens waren diese Leute, die am Anfang nichts konnten, waren mega wertvolle Mitarbeiter. Und da, das würde ich als ersten Tipp hingehen, nochmal genau schauen, womit sind meine Leute beschäftigt. Das nächste dabei ist auch wirklich, also da auch in den Serviceablauf zu gehen. Die, ich kenne das, dass manche Gastronomen sagen, sie finden so ein mobiles Kassensystem nicht schön. Würde ich sagen, ja gut, aber wenn der Gast 5 bis 10 Minuten länger warten muss, als es notwendig ist, wenn er auf seine Rechnung länger warten muss, wenn der Tisch nicht frei wird und ein neuer Gast sich nicht schneller hinsetzen kann, also wenn im blödsten Fall jemand nach Hause geht, weil er bei uns keinen Platz gefunden hat, das finde ich nicht schön. Und gegen all diese Dinge ist ein mobiles Kassensystem enorm hilfreich. Wir haben das gemerkt, dass wir haben die vor vielen Jahren eingeführt und konnten dann mindestens 1/3 der Servicekräfte einsparen. Das heißt, die gleiche Fläche, die gleiche Menge an Gästen wurde durch 30%, 35% weniger Kräfte bedient und sogar noch schneller als vorher. Warte mal, Annik, da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Ein Drittel finde ich enorm viel. Also was sah es denn vorher bei euch aus, bevor ihr das Kassensystem eingeführt habt? Und was habt ihr da genau eingeführt, um diese Drittel Arbeitserleichterung zu schaffen? Ja, also vorher waren es 3. Also wir hatten eine Terrasse draußen, die locker 100 oder 150 Quadratmeter, ich weiß nicht mehr genau. Also wir haben da teilweise 100 Leute draufgequetscht. Das war ja vor Corona. Dafür haben wir 3 Leute gebraucht. Und dann haben wir nur noch 2 bis auch teilweise nur noch 1 Person gebraucht. Und das ist natürlich, manche Leute sagen dann, ja, aber wir haben das ausprobiert. Die Kellner wollten das nicht nehmen. Und da die Kellner haben gesagt, sie sind schneller so. Da würde ich sagen, das ist einfach eine Umgewöhnungsphase. Das ist wie mit dem neuen Handy. Am Anfang denkt man sich, ist alles doof und nach 3 Tagen flutscht es. Also das heißt, da einfach das als Pflicht voraussetzen zu sagen, so machen wir es jetzt und es wird nicht irgendwie zurückgelaufen. Dazu, wenn jemand dazu mehr Fragen hat, kann ich gerne per E-Mail beantworten, wie so eine Einführung gut vonstatten geht, weil ich das nur zu gut kenne, dass dann Kellner zum Beispiel sagen, nee, brauche ich nicht, ich bin so schneller. Und es stimmt einfach nicht. Das ist wie mit dem 10-Finger-Tippen, da erzählen mir auch jede Menge Leute, sie seien so schneller. Und dann sage ich einfach, alles klar, wir stellen uns mal nebeneinander und probieren es aus. Und beim Handheld ist es dasselbe. Der große Vorteil ist einfach für die Küche, weil sie das, und da kann kein Kellner irgendwas dagegen argumentieren, so schnell wie mit einem mobilen Kassensystem kann die Küche die Bestellung nicht bekommen. Dazu kommt auch das Thema mobile Drucker. Das sehe ich ganz, ganz selten. Ich persönlich als Gast finde es echt unangenehm, wenn mir eine Kellnerin so kurz so ein Display herstellt, so nach dem Motto, guck, siehst du,
Alles klar, das war deine Rechnung. Das wäre ihr Preis gewesen und bitte glaubt, dass alles richtig ist. Deswegen mobile Kassendrucker finde ich persönlich klasse. Die sind wirklich ganz kleine Geräte, weil es die Zeit zum Schluss verkürzt. Also wenn der Gast gehen will, dann dürfen wir ihn gehen lassen. Desto schneller haben wir wieder Platz für jemand Neues. Und da ist der mobile Kassendrucker ein, aus meiner Sicht, noch zu wenig genutztes Instrument. Das ist übrigens der Grund, warum bei italienischen Eiscafés häufig die Stühle so unbequem sind. Das, also wusstest du das, Lisa? Nee, damit sie schneller aufstehen, oder ja, was? Ja, genau, genau. Weil im Eiscafé soll es einfach so gehen, zack, 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 Umsatz, Eis essen weg. Und je länger, ganz simpel, wir haben ja momentan die Problematik, dass wir draußen vielleicht eine begrenzte Fläche haben, außen auf der Straße, dann müssen wir noch die Mindestabstände einhalten, dann dies, dann jenes. Das heißt, wir können weniger Gäste bedienen in derselben Zeit. Und das bedeutet auch, dass wir schauen müssen, dass die Gäste möglichst flott bedient werden. Und zwar in einem Sinne von nicht, dass man sie quasi durchtreibt, aber dass die Zeiten, die der Gast selber auch, auf die der Gast auch sehr gerne verzichtet, dass wir ihm die eben leichter machen. Dazu, und wir lassen die Sitzkissen weg, damit sie schneller aufstehen wieder. Nee, also das persönlich mag ich ja nicht. Also ich finde das so ein bisschen, es soll ja so sein, dass der Gast sich wohlfühlt. Aber welcher Gast bitte fühlt sich wohl, wenn er dem dritten Kellner zuwinkt und sagt, ich hätte gerne die Rechnung bitte. Ja, ja, Kollege, kommt gleich. Mhm. Das fängt auch schon an bei den Menükarten. Also wenn ich mich hinsetze und ich bin draußen, dann sieht mich ja, sehe ich persönlich erstmal häufig gar keine Servicekraft, weil die vielleicht gerade drin ist. Das heißt, es beginnt das Hoffen und Warten, dass jemand kommen möge. Wenn ich in dieser Zeit schon die Menükarte einfach am Tisch habe, dann kann ich schon reinschauen. Und wenn die Servicekraft das erste Mal auf mich zukommt, kann ich schon bestellen. Und das ist schon mal, das sind mindestens 5 bis 10 Minuten, die ich dadurch den ganzen Prozess beschleunigt habe. Es ist ja auch das Schöne, jetzt kann es dann plötzlich anfangen zu regnen. Ich würde auf jeden Fall Produkte nehmen, also Speisekarten, die einfach gedruckt sind auf schönem, also auf kräftigem Papier, weil wenn eine Husche kommt, dann sind die Sachen sowieso kaputt. Also da gibt's, glaube ich, man könnte höchstens diese altmodischen Kunstledermappen nehmen, die überleben den Regenguss vielleicht noch, aber jede andere Speisekarte ist einfach im Eimer, wenn da so ein kurzer Regenguss kommt. Das heißt, lieber auf schön gedruckte Sachen umsteigen, die übrigens häufig günstiger sind, wenn man sie drucken lässt, als wenn man es selber mühsam einzeln ausdruckt. Ich habe früher das immer gedacht, dass das günstiger ist. Dann habe ich es mir mal ausgerechnet und bin ganz blass geworden. Ich würde mal gerne noch mal einen Einschub geben. Du sagtest gerade, man muss zusehen, dass die Gäste schnell bedient werden und eigentlich gleich entweder das Menü haben oder halt relativ schnell bestellen können. Richtig. Da gibt's hier auch eine ganz tolle Restauration, die das beim Mittagstisch ganz clever macht. Die haben also quasi auf dem Mittagstisch schon, bevor überhaupt jemand kommt, eine Weinflasche mit Schraubverschluss in einem Weinkühler und eine Wasserflasche stehen, auch mit so einem Flumpfverschluss. Ja? Super. Und sie bringen, also es geht natürlich jetzt nicht um die Eisdiele, sondern um Mittagstisch, sie bringen, ob du willst oder nicht, wenn du sitzt, einfach einen Salat. Ja, da ist der kleine Salat, der wird dir einfach vor die Nase gesetzt mit ein bisschen Brot. Das heißt, ohne dass du bestellst, du weißt es aber als Gast, weil das ist bei denen so, kriegst du ungefragt Salat, Brot und hast Wasser und Wein auf dem Tisch. Und das kannst du natürlich auch von Servicekräften hinstellen und vorbereiten lassen, die eben nicht so, die nicht so geübt sind. Und dann gibt's die kleine Menükarte nach dem Motto, wir haben hier 3 oder 5 verschiedene Mittagsmenüs, Gerichte, die kann ich dann, während ich meinen Salat esse, der Servicekraft mitteilen. Super. Und dann wird das gebracht. Und so schaffe ich es wirklich, innerhalb von 30 Minuten ein 3-Gang-Menü rauszukriegen. Der Dessert ist wieder gleich. Ja, auf den kann ich entweder verzichten oder ich kriege ihn auch einfach hingestellt. Aber das finde ich halt auch eben in Form von Zubereitung und Co. Eine sensationelle Sache und es läuft wie geschmiert, ne?
Genau. Also das ist großartig und da geht es auch schon weiter. Also jetzt zum Beispiel ein Salat. Es könnte ja auch ein bisschen ein kleiner Vorspeisenteller sein, der einfach zu machen ist. Oliven und ein bisschen Käse, sowas zum Picken. Was auch immer einem da einfällt. Ich finde, jetzt zu Corona ist die Zeit, um Dinge umzustellen. Das ist so genial. Jetzt ist einfach eine Chance, Leute neue Prozesse einzuführen. Und man braucht gar nicht mehr zu sagen, es ist wegen Corona, sondern es ist einfach allgemein akzeptiert, dass wir jetzt neue Dinge ausprobieren. Und das finde ich persönlich ganz, ganz großartig. Bei dem Thema mobile Speisekarte, da haben wir ja jetzt auch einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ich finde es persönlich, es gibt ja die eine Variante so nach dem Motto, ich habe es auf dem Handy per PDF, ist alles ganz nett, aber das beschleunigt relativ wenig. Also es beschleunigt halt nur, dass der Kellner die Servicekraft die Menükarte nicht mehr bringen muss. Wenn ich das schon mobil mache, dann würde ich es auf jeden Fall komplett mobiles Bestellsystem machen, dass die Leute auf dem Handy bestellen. Dabei ein Hinweis, wer das selber noch nicht ausprobiert hat oder wer es auch vielleicht schon installiert hat. Ich habe in Lokalen erlebt, dass dann zum Beispiel der QR-Code oder der Hinweis dafür so weit weg war von den Tischen, dass man aufstehen musste, um das irgendwie einzuscannen. Oder dass man es nicht lesen konnte vom Tisch aus. Also der Gast musste immer aufstehen. Und dann habe ich die Kellner gesehen, die wirklich dann einfach hinterm Tresen festgefroren sind und darauf gewartet haben, dass die Gäste sich bitte selbstständig da durchwursteln. Zu der Zeit, ich hatte keinen QR-Code-Scanner auf dem Telefon installiert, musste es erstmal installieren. Und wenn ich eine Kellnerin gefragt habe, dann kam nur, naja, das müssen Sie selber machen, bla bla, oder gucken Sie halt selber oder steht doch da. Also das heißt, wenn ihr so etwas einführt, dann die Kellner, denen das Bewusstsein geben, dass ihre Aufgabe ist ja wirklich es geht ja nicht darum, dass das ein Tellertaxi ist, ja. Also das ist bloß, weil die jetzt vielleicht nicht mehr eine Menükarte bringen, haben die jetzt ihren Job nicht verloren, sondern es geht darum, dass die für den Gast da sind und das weiterhin vermitteln, woraus bei der Gastronomie ankommt. Also das war ein hochmoderner Laden in dem Fall und das ganze Gastgefühl war einfach im Eimer. Ich habe mich gefühlt wie bei McDonald's und es war wirklich ein hochpreisiger Laden. Das war sehr schade. Das war jetzt leider Gottes ein kurzes Negativbeispiel. Das heißt eben der Servicekraft ganz klar vermitteln, okay, du jetzt ist die Möglichkeit, auch mit dem Gast mal ein Wort zu wechseln, Mensch zu sagen, Mensch, gucken Sie mal hier und schauen Sie mal, wenn Sie jetzt auf Ihrem Handy hier und da drücken, dann sehen Sie unsere Vorspeisen, ich kann Ihnen das und das empfehlen und so weiter und so fort. Wenn die Gäste dann vollautomatisch bestellen, ist das wirklich genial, weil man dort dann auch die Bezahlung drüber abwickeln kann. Ich würde es ungern machen, dass die Leute einfach nur irgendwas drücken und dann nicht direkt bezahlen müssen, weil sonst kann es ja auch vorkommen, dass irgendein Idiot von der Straße aus sich einen schlechten Scherz erlaubt und auf einmal steht man da. Das ist was anderes, wenn man das anonym machen kann, als wenn man dem Kellner ins Auge blickt, dass es da eventuell zu Fehlbestellungen kommen kann. Muss jeder selber ausprobieren. Was ich gemerkt habe bei solchen Geräten, wenn die Lösung nicht, also wenn kein Bon für die Küche rauskommt oder wenn ihr nicht sowieso schon große Displays in der Küche installiert habt, wo die Bons nur noch digital erscheinen, dann würde ich so ein System nicht nehmen. Also wenn es sozusagen nicht durchdacht ist, weil die Bestellung darf ja auch richtig in der Küche ankommen. Wir haben zum Beispiel ein Produkt ausprobiert, was an sich, von dem ich total begeistert bin. Das nennt sich Waiter, Waiter. Und damit kann man online bestellen. Es kostet 1.000 Euro. Also es ist relativ günstig, um es sozusagen zusätzlich, wenn das eigene Kassensystem das nicht hergibt, da so einen richtigen Online-Bestellsystem zu installieren. Aber was brauche ich da für Devices für, um das zu installieren? Ja, das Coole ist, dass das sogenannte Device kommt mit. Das heißt, die installieren einem die Speisekarte. Es ist wirklich ein toller Service.
Und man bekommt so eine Art Bon-Drucker mit Display. Also das heißt, es kommt ein Bon raus, was ich super finde, und man kann halt auf dem Display dieses Bon-Druckers kann man auch noch bestätigen, zum Beispiel Bestellung ist fertig oder sowas in der Art. Das Problem ist nur, letztes Jahr, als ich es getestet habe, und ich hoffe, Sie haben es mittlerweile nachgerüstet, dieses Gerät piept nur einmal. Es macht nur einmal piep. Wozu und muss das es war's. Piepen? Bitte? Wozu muss es denn piepen? Damit die Servicekraft oder der Koch merkt, dass eine neue Bestellung reingekommen ist. Ach so, das ist quasi die Klingel, die bang, das ist was. Genau, genau. Also okay. Je nachdem, wie die Abläufe sind, kann das verhängnisvoll werden. Und das ist eben auch wieder etwas, also wenn jemand dazu Fragen hat und sagt, boah, wir wollten das einführen, aber es hat irgendwie nicht geklappt, dann kontaktiert mich und wir schauen genau hin, woran es liegt, weil es ist ganz, ganz häufig so, dass vielleicht einfach an gewissen anderen Prozessen etwas verändert werden kann. Es ist nicht so, dass sozusagen diese Geräte per se irgendwie doof sind, sondern dass wir halt, wenn wir einfach unsere Prozesse so lassen und so ein Gerät reinnehmen, dann kann es meistens nicht funktionieren, sondern eben die Prozesse dürfen sich auch auf das Gerät einstellen. Also sprich, wie wir als Team damit arbeiten. Sag mal, bei all diesen haben wir gerade eine Meldung? Ich habe eine Frage. Es geht ja jetzt gerade um Prozesse, um Effizienz, den Gast zu bedienen und so weiter und so fort. Aber jetzt das Thema, gute Mitarbeiter zu finden, jetzt gerade in den Bereichen, wo jetzt gerade ad hoc alles wieder öffnet, das wäre eigentlich so was mich jetzt so ansprechen würde. Ich will da irgendwie auch gar nicht weiter stören jetzt, aber die Effizienzmaßnahmen, um auch natürlich die Form der Digitalisierung gerade dann an den Gast dann auch durchzuführen, das ist ja sehr, sehr vielfältig, was man heutzutage da machen kann. Die andere Frage würde mich in dem Fall etwas mehr interessieren. Wir haben das ganz bewusst, danke für das Feedback, also das ist auch, da kommen wir auch definitiv dazu. Es ist mir einfach nur so wichtig, weil es gibt 1000 Tipps zum Thema Mitarbeiter finden, aber wenn wir halt vorher gucken, wie sind unsere Prozesse und uns wirklich mal darauf konzentrieren, dann brauchen wir einfach weniger Mitarbeiter. Und vor allem, wir halten auch die Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter, die bleiben auch gerne bei uns, weil sie sagen, okay, hier bin ich, werde ich nicht, ich muss nicht die Terrasse aufbauen, werde nicht kaputt gespielt, ich muss nicht bis um 3 Uhr morgens da sein, mir wird Arbeit abgenommen und so weiter und so fort. Also es geht hier wirklich, und deswegen ist mir das so wichtig, das scheint nichts damit zu tun zu haben auf der Oberfläche oder wenig, aber aus meiner Sicht hat es extrem viel damit zu tun. Aber da sind wir jetzt auch sowieso schon bei diesem Thema am Ende, also zu sagen, okay, schaut, was ihr abgeben könnt, verändert die Prozesse. Ich komme nachher noch gleich mal drauf mit dem Thema, was wir an der Menükarte machen können zum Thema Mitarbeiter. Aber vorneweg zum Thema Mitarbeiter finden. Ich persönlich zum Beispiel habe nie eine Anzeige geschaltet, sondern bin nur über Social Media gegangen. Und was wir dort machen, ist, ich habe jetzt 20 Jahre Gastronomie gemacht und wir hatten jetzt gerade in den letzten Jahren immer, waren wir überbesetzt. Also wir haben, was wir gemacht haben, ist, wir haben auf Social Media immer wieder gezeigt, wer wir sind und dafür sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Leute viele Menschen sehen auf den Bildern, und zwar echte Menschen. Das heißt, die Mitarbeiter, mich als Chef, mein Mann, lustige Szenen und so weiter, dass die Leute wirklich ein Gefühl bekommen, bei wem arbeite ich eigentlich. Und das geht über Social Media super gut. Also sprich, nicht nur einfach das Essen fotografieren, sondern auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sagen, wer man ist. Das ist natürlich etwas, das funktioniert jetzt nicht sofort. Also ist kein SOS, aber es ist das langfristige Thema, was dann zu Initiativbewerbungen führt. So. Das ist genau das Gleiche, was ich meinen Hoteliers auch immer erzähle. Auf die Homepage gehören Menschen, die arbeiten dort in den Hotels. Genau. Mit denen kann man sich identifizieren. Die Mitarbeiter, die vielleicht gefunden werden können, können sich daran orientieren, was es wirklich für eine Arbeitgebermarke ist. Ja, also wer zum Beispiel auf meinen Facebook-Account geht, Anne Grau, der sieht dort als Titelbild
Das Team, also von dem letzten Betrieb, den ich hatte, vom Marienbad Bistro, da haben die Mitarbeiter mich damit überrascht, dass sie alle zusammen in voller Montur ins Schwimmbecken gesprungen sind und haben sich unter Wasser fotografiert. Und das ist so schön, weil dieses Foto so viel aussagt. Das sagt eben aus, so nach dem Motto, wir sind ein Team, wir sind hier beim Schwimmbad. Also es ist irgendwie so lustig, es ist locker, es ist ungewöhnlich, man schaut gerne hin. Und ich habe auch gewusst, also vor 3 Jahren haben die es mir geschenkt. Und es war tatsächlich so, ab dem Punkt mussten wir keine Mitarbeiter mehr suchen, weil das war so schön, das kam auch von Herzen, dass da natürlich auch wieder, okay, wenn die Mitarbeiter dürfen sich natürlich auch entsprechend fühlen, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, solche Fotos zu machen. Also es ist irgendwann mal so ein größerer Kreislauf. Aber bleiben wir zurück beim Thema SOS, da bin ich ganz bei dir. Was ich immer mache, ist, ich gehe mein Telefon durch, alle Kontakte, die drin sind, und schreibe mir alle Leute raus, die jemals bei mir gearbeitet haben. Und die spreche ich dann an mit einem Telefonat, also nicht nur WhatsApp, sondern und sage, Mensch, jetzt ist ja hier gerade Anfangsphase, wärst du denn bereit, als Minijobber einzuspringen, wenn mal echt die Schwarte kracht? Also, dass ich sozusagen mir ein gewisses Netz an Mitarbeitern aufbaue, was meine bestehenden Mitarbeiter notfalls halten kann. Das wäre zum Beispiel ein Tipp. Der nächste Tipp ist, mit freien Köchen bzw. Personalvermittlern zu arbeiten und die möglichst an Tagen zu buchen, wo nicht so viel los ist, dass wir uns erstmal aneinander gewöhnen können. Und dann die wenigen Termine, die freie, also selbstständige Köche haben, sofort zu nehmen, egal, auch ich habe die immer genommen, weil ich musste die ein halbes Jahr vorplanen, sonst war die gute Frau ausgebucht. Und natürlich kann ich in dem Moment gar nicht wissen, ob da ein Mitarbeiter krank ist oder nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn man so ein Team hat, so 15, je nachdem, also vielleicht 10 Festangestellte, 10 bis 20 Festangestellte, da lohnt sich das schon so aus meiner Sicht, das auf blau zu buchen, weil es wird immer irgendeinen geben, der sich dann freut, dass er da vielleicht doch einen Tag länger frei machen kann oder was auch immer. Das heißt, wir konnten dort immer Überstunden abbauen und haben diese Leute dann sozusagen einfach on top mit reingenommen. Also das heißt, mit Personalvermittlungen und freien Köchen rechtzeitig anfangen und auch gerne auf Vorrat buchen, weil eben, wenn man am Karfreitag anruft und sagt, kannst du Ostersonntag, dann wird man keinen mehr finden. Es ist einfach zu spät. Genau, ich würde auch gerne noch mal was dazu beitragen. Wir haben hier auch ein Hotel, was genau dieselbe Schwierigkeit hat, Mitarbeiter gerade zu finden für ein zusätzliches Restaurant, was sie jetzt innerhalb des Lockdowns quasi neu installiert haben. Und da braucht man halt ein komplettes Restaurantleiter, neues Team, einmal alles. Und wir sind jetzt hier in der Schweiz und haben dieselbe Problematik wie in Deutschland auch, gute Mitarbeiter zu finden. Und da merke ich schon an der Stellenausschreibung, wie viele Fehler gemacht werden können. Wenn man einfach generalisiert sagt, wir sind kommt zu uns ins Team, wir machen ein neues Restaurant auf, wir suchen jetzt dich als Gastronom, bitte melde dich, dann ist das viel zu allgemein. Und wir haben halt wirklich, oder die Direktorin hat dann Anfragen bekommen von Leuten, die halt null passten. Und dann denke ich so, bevor ich überhaupt eine Anzeige schalte, muss ich mir wirklich klar werden, wer bin ich, was macht mich aus, was macht das Restaurant aus, wo ist mein USP? Das gesamte Marketingstrategische und das Kommunikative muss auch durchdacht sein. Und ich muss auch sagen, welche Arbeitshaltung ich habe, wie man sich verwirklichen kann oder nicht verwirklichen darf. Man muss wirklich auch in der Anzeigengestaltung wirklich Lust machen, in diesem Team oder sich verwirklichen zu können oder in diesem Haus wirklich seinen Platz zu finden. Und dafür reicht es nicht zu sagen, ich brauche dich und du musst 10 Jahre Erfahrung haben. Ja, sondern es muss viel, viel mehr das typische Storytelling gemacht werden, auch in der Anzeige. Und das wird heute noch so oft nicht getan. Die Leute denken dann einfach, ich habe einen Namen, die wissen, wer ich bin. Und dann wundern sie sich, dass sich nur Leute melden, die einfach nicht wirklich zu denen und zu ihrer Idee passen. Also von daher ist da das Wording und die Thematik sehr, sehr wichtig. Ja. Und was mir eben auch noch wichtig ist, auch zu sagen, warum wir auch über diese Prozesse sprechen.
was Anik ja vorher gemacht hat, wenn wir unsere Prozesse, also wir überlegen uns, was haben wir für ein Team? Das besteht aus so und so viel Servicekräften, aus so und so viel Hilfskräften, aus so und so viel Köchen. Und jetzt denke ich, wow, ich brauche noch 2, 3 Servicekräfte. Dann überlege ich erst, wie kann ich die Prozesse optimieren, um dann rauszufinden, welche Servicekraft brauche ich denn? Brauche ich jetzt nochmal die teure Servicekraft, die den High Service macht? Oder reicht der Abholer, der nur die Salatteller bringt, genau, vom Beispiel gerade? Dann habe ich natürlich viel günstigere Personalkosten. Also das heißt, einerseits muss ich wissen, wie sind die Prozesse, dann weiß ich erst dann, welche Mitarbeiter ich tatsächlich brauche. Und dann müsste ich halt in der Ausschreibung wirklich klar genau definieren, wer sind wir denn, und auch ein empathisches, emotionales Thema präsentieren, um die Leute an mein Haus zu binden. Also das finde ich auch noch extrem wichtig. Ja. Also es ist zum Beispiel der freundliche und flexible Kellner, den gruselig. Also das ist, ich finde, bei dieser Ansprache, da kann man ganz gut auch das Team fragen, wie soll denn derjenige sein, den ihr euch wünscht? Und tatsächlich ziemlich genau den Wortlaut zu übernehmen, weil in ganz vielen Anzeigen sieht man immer wieder die gleichen Wörter. Zum Beispiel, wir sind ein Betrieb mit familiärer Atmosphäre. Ich war mal in einem Seminar, da waren von der IHK, da waren 20 verschiedene Betriebe, und dann hieß es, was macht euch denn aus? Und von den 20 Betrieben haben 19 geschrieben, wir sind familiär. Und der 20. waren wir, und haben wir gesagt, wir sind witzig. Und also das ist mit dem familiär, kann man sich, glaube ich, stecken, das schreibt jeder. Und wenn man wirklich sagt, man ist familiär, dann mal überlegen, was bedeutet denn familiär? Und da kann man vielleicht auch einfach hinschreiben, wir sind ein Betrieb, wo wir uns noch vor der Schicht zusammen hinsetzen und gemeinsam Mittag essen. Das ist, und dann hat man ein Bild für familiär. Und dann ist es nicht einfach nur dahingesagt. Genau. Für ganz dringende Fälle, um Mitarbeiter zu finden, gerade ungelernte Kräfte, nutzen wir sehr gerne Facebook-Flohmarktgruppen. Also das hat sich... Flohmarktgruppen? Ja, ja. Okay. Also das haben wir daraus gemerkt, dass ein Mitarbeiter zufällig ein Gesuch von uns, damals als wir noch Anzeigen geschaltet haben, geteilt hat. Und auf einmal kamen jede Menge Interessenten. Und wir haben eben damals einfach so eine Hilfskraft gesucht. Und dann haben wir gesagt, was hast du da gemacht? Ja, ich habe es in einer Flohmarktgruppe geteilt. Weil das ist eben, niemand kommt ja auf die Welt und sagt, oh, ich möchte mal Hilfskraft werden in einem Restaurant, sondern das ist eher so eine spontane Entscheidung, wenn mich die Anzeige anspricht, wenn das irgendwie nett klingt, ach stimmt, einen Job bräuchte ich ja doch, vielleicht versuche ich es mal da. Ja, genau. Was ich immer sehr, sehr gerne auch mache, wenn ich Personal suche für meine Hotels, dann gehe ich genauso an die Personalsuche dran, wie ich auch an die Zielgruppenbeschreibung dran gehe. Das heißt, ich erstelle eine Persona oder ein Avatar oder wie es auch immer marketingtechnisch heißt, von der Person, die ich mir als Mitarbeiter wünsche. Und der gebe ich einen Namen, der gebe ich ein Alter, der gebe ich einen Status, der gebe ich, wie wohnt sie, was hat er oder sie für Hobbys, ist sein größter Traum, wo ist seine größte Angst, was sagen die Nachbarn über ihn. Und das lasse sie mal wirklich so richtig, richtig aufleben, diese Person. Und deswegen, die Sache fragt deine Mitarbeiter, wen die sich im Team wünschen, kann man auch machen, kann sagen, hey, wen im Team findet ihr toll, wen brauchen wir nochmal? Und dann gibt es vielleicht den Timo, der total super ist, und dann sagen wir, okay, was macht den Timo aus? Okay, wir brauchen also den Timo 2, weil der Timo ist witzig, der ist eloquent, das ist so ein Surferboy, der kann mit jedem irgendwie schnacken, oder der ist pingelig und hat sowieso, und das brauchen wir genau in dem Bereich. Also da kommen dann die Charaktereigenschaften und das Leben in die Person rein, die wir brauchen. Und das hilft mir, dann auch eine Stellenausschreibung zu schreiben. Und dann ist es so dieses typische, oder es kann auch sein, du bist, dein Herz schlägt für die Gastronomie, du hast zu Hause deine Kinder und würdest aber gerne ab und zu mal kommen. Wir wissen, was es bedeutet, in der Freiheit beschränkt zu sein, aber wir haben total Lust darauf, dir die Möglichkeit zu geben, wieder einzusteigen, weil wir engagierte Mütter suchen. Also einfach auch auf den Schmerzpunkt der Mütter zu gehen, die zu Hause sitzen und sagen, hey, ich habe so Bock, aber mich nimmt ja keiner, weil ich kann ja fast, also ich kann nicht 100% arbeiten. Und genau dann sagen, doch, bei uns geht es. Ja? Und dann stellen wir 2 Mütter ein und dann springt ihr halt gegenseitig. Und
das meine ich halt, dass man wirklich guckt, wie sind die sozial aufgehoben, wo sind deren Probleme und wo sind deren Charaktereigenschaften und die auch benennen. Auch wirklich in der Anzeige oder vom Social Media benennen. Positiv. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dass Social Media ist auch wirklich der 1A-Weg momentan und nicht die klassische Anzeige, auch wenn es immer wieder viele machen. Sie ist auch nicht verboten. Und was wir sehr, sehr gerne machen, ist auch, dass wir die Mitarbeiter fragen oder so ein Battle machen nach dem Motto, wer findet ihn? Wer findet Timo 2? Und dann gucken, die Mitarbeiter sind ja auch vernetzt mit anderen Gastronomen und Hoteliers und haben ihren Freundeskreis. Und die können dann quasi auch suchen für den Betrieb. Und dann gibt es vielleicht sogar eine kleine Auslobung. Wer ihn findet, der kriegt halt, weiß ich nicht, eine Flasche Sekt oder so. Und die trinken wir dann alle gemeinsam. Da wird die Hand gehoben. Bitte. Genau, also Mundpropaganda, ein ganz, ganz großes Thema. Das ist auch bei meinen Hoteliers, wenn ich unterwegs bin. Die fragen ja auch immer, wo ich dann auch sage, gerade Facebook, soziale Medien, dort irgendwas reinzuschreiben, hat mehr Erfolg jetzt als Young Career oder was auch immer. Weil man sucht ja wirklich für einen begrenzten Zeitraum. Berlin, das ist wieder eine andere Geschichte. Wir haben hier einige Universitäten, wir haben viele Studenten. Das wird in Münster wahrscheinlich auch richtig gut funktionieren. Das heißt also wirklich an der Uni auch mal so ein Ding einfach auszuhängen. Und was ich wirklich sehr, sehr cool finde, wirklich so ein Avatar sich zu erstellen, indem man sagt, man hat wirklich einen Top-Mitarbeiter, der bringt da einiges mit und den möchten wir gerne klonen. Und dann gucken wir mal, dass wir so einen finden. Finde ich ganz cool. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht immer für die nächsten 40 Jahre, sondern zeitlich halt begrenzt. Aber auch jemanden zu finden, wo man sagt, okay, der hat bestimmte Eigenschaften, den möchten wir gerne irgendwie auch nochmal haben. Dazu, ob der jetzt gelernt ist oder nicht. Also ich arbeite auch ganz intensiv mit dieser Technik, die dieser da genannt hat. Dazu ein paar Hinweise. Wir haben das wirklich gemacht mit unserem Team und 2 Tage später stand exakt diese Person vor der Tür. Das ist dann immer witzig, wie das so funktioniert. Auch Lisa, wir haben unseren virtuellen Assistenten so gefunden. Richtig? Der Timo heißt, wen wundert's? Den habe ich gerade sogar genannt. Ne? Ja, dazu Hinweise. Die Leute tendieren, wenn wir das Team fragen, kann es sein, dass die Leute sagen, ja, also auf jeden Fall nicht wieder so eine Gurke wie letztes Mal oder nicht wieder eine, die sofort schwanger wird. In solchen Brainstorms ist es ganz, ganz wichtig, es positiv zu formulieren und ich würde nicht das an eine konkrete Person oder an einen Namen hängen, also damit Raum frei bleibt, auch gedanklich, dass diese Person eventuell vollkommen anders aussieht und auch vollkommen anders heißt, aber eben genau die Eigenschaften mitbringt, die eben sozusagen an der Oberfläche nicht so sichtbar sind. Also deswegen hinsetzen mit dem Team und sagen, Mensch, wie sieht der oder die Kollegin eurer Träume aus? Was tut die? Wie ist die? Und aber beim Thema Namen würde ich auf jeden Fall sozusagen, wir brauchen jetzt eine zweite Lisa, würde ich nicht machen, weil das einen sonst so auch in der Wahrnehmung der Mitarbeiter, wen die alles kennen, wen die daraufhin ansprechen, kann es sie eventuell ein bisschen einschränken. Und wenn ihr ganz stark auf die Eigenschaften geht und auch eben sagt, könnte auch ein Student sein, dann kommen die vielleicht auf völlig neue Ideen, mal einen Bekannten oder eine Freundin anzusprechen, auf die sie vorher noch nicht gekommen sind. Ich widerspreche da ein ganz kleines bisschen. Ja? Ja. Weil ich finde es, also du und ich, wir können uns abstrahieren von diesen genauen Avatars und wir können dann auch freier denken. Aber wenn du es mit Mitarbeitern machst, die das nicht gewohnt sind, denen hilft es zu sagen, wir brauchen einen Typ George Clooney, oder? Ne? Okay. Und dann ist es doch wichtig, in meinen Augen Namen und sowas zu nennen. Ich gebe dir recht, dass sie dann vielleicht eingeschränkter sind, aber man muss so ein bisschen das Gespür bekommen, wie weit können sie sich darauf einlassen. Denn sonst wird es doch wieder nur, ich brauche jemanden, der familiär ist und zwischen 40 und 50 ist. Also da aber muss man ausprobieren. Ja, einfach ausprobieren, machen. Ja. Darf ich Green sein, darf ich sagen, den Namen nicht. Ich komme ja nur aus der Ecke der Nachhaltigkeit. Gibt es natürlich auch so Best-Practice-Beispiele. Das funktioniert zum Beispiel bei den Coffee Fellows, bekannte Kaffeekette in Deutschland, wunderbar. Die haben quasi überhaupt keine Probleme mit Nachwuchs, mit neuen Mitarbeitern oder mit Springern.
dadurch, dass sie halt eine nachhaltige Zielgruppe haben und junge Menschen, die die Formen der Nachhaltigkeit hören, sagen, in einem Unternehmen, das nachhaltig ausgerichtet ist, bei dem bin ich gut aufgehoben und da kann ich gut arbeiten. Dementsprechend, wie gesagt, haben die keine Probleme. Wir selber machen nächste Woche auch noch ein Seminar zur Unternehmenskultur, arbeiten da mit Moritz Consulting aus Potsdam auch zusammen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch interessant. Also Unternehmenskultur und das dann vorzustellen, ist ganz, ganz wichtig. Und sowas transportiert natürlich auch der Mitarbeiter in der Mundpropaganda. Ja, unbedingt. Die Sinnhaftigkeit im Job ist das, ein Riesenpunkt. Und weg, das ist ein mehr zu mehr, ja. Also dazu kann ich persönlich aus der eigenen Erfahrung sagen, ich habe das 16 Jahre lang versucht, irgendwie genügend Mitarbeiter zu finden und bin ständig in ein Hamsterrad gegangen und bin da erst rausgekommen, als ich gesagt habe, okay, ich fange an mir selber zu arbeiten, wirklich darüber nachzudenken, was sind meine Werte und auch, also ich habe vor allem an mir selber gearbeitet, statt an den Mitarbeitern rumzufrickeln. Das führt jetzt natürlich durchaus weit, aber nur mal so als Hinweis, so wie du es genannt hast, Unternehmenskultur ist ein mega wichtiger Punkt. Und wer das Thema langfristig für sich lösen will, der kommt da nicht drum rum. Bei dem Thema Mitarbeiter unterstützen oder dass die sich da wohlfühlen, ist das Thema Struktur und Sicherheit ein großes Thema, haben wir gemerkt. Das heißt eben auch, wenn die Leute das Gefühl haben, dass eben die Arbeitsstrukturen geordnet sind, dass sie den Arbeitsvertrag rechtzeitig kriegen und so. Das sind alles wichtige Punkte. Wir persönlich haben uns spezialisiert auf Mitarbeiter in Privatinsolvenz. Das darf man nicht unterschätzen. Zum Beispiel in unserer Region sind 25% der Bevölkerung privatinsolvent. Und diese Leute, wenn die merken, dass der Arbeitgeber Verständnis hat, sind enorm treu und bleiben eben auch. Ja? Kurze Vorstellung zu deiner Person. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Region. Ich bin aktuell in Brandenburg an der Havel, also im Land Brandenburg. Und ich komme ursprünglich aus der Fünf-Sterne-Hotellerie, habe dann mich selbstständig gemacht 2003 mit einer Cocktailbar, die dann 2015 zufällig mitten in der Buga saß. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel Business miterlebt, war vorher in England Sommelier, habe in Paris gearbeitet im Hotel Grand Hyatt Berlin, also irgendwie war alles mal dabei. Zum Schluss jetzt 7 Jahre lang eine Schwimmbadgastronomie mit 1000 Badegästen täglich. Das ist so der Hintergrund. Genau. Dankeschön. Und jetzt machst du aber Gastronomie-Consulting. Ja, genau. Und jetzt mache ich Gastroberatung, richtig, mit Schwerpunkt Mitarbeiter finden und Preisverhandlungen für Gastronomen mit den Lieferanten. Wo wir da auch so mein Thema, ich vergleiche es mal mit, wenn wir Äpfel vom Baum pflücken wollen, also wenn wir sagen, der Apfel ist der Umsatz, den wir ja reinholen wollen, weil dafür machen wir es ja. Und ich gehe jedes Mal hoch auf die Leiter, nehme einen Apfel und gehe wieder runter und wieder rauf und runter. Das würde ja keiner tun. Aber ich glaube, manchmal in der Gastronomie passiert es eben ganz oft, dass wir sagen, okay, ich hole halt pro Prozess, pro Gast hole ich einen Apfel runter, statt zu gucken, okay, ich gehe nur dahin, wo ganz viele Äpfel hängen und ich nehme auch noch gleich einen großen Korb mit. Was meine ich damit? Damit meine ich das Thema, sich ganz genau anzuschauen, was habe ich denn auf der Karte, womit mache ich meinen Umsatz? Ich denke, hier sind sehr viele Profis im Raum. Die alte Problematik, dass wir in der Berufsschule die falsche Kalkulationstechnik lernen, nämlich Aufschlagskalkulation, führt dazu, dass wir einfach häufig zu wenig Gewinn oder zu wenig Deckungsbeitrag pro Gast machen. Also das Thema Deckungsbeitrag hat sehr viel damit zu tun, dass wir ausreichend Geld in die Kasse zu bekommen, um unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen zu können und auch, um gar nicht so sehr auf die Masse angewiesen zu sein. Das erzeugt nämlich dann im Umkehrschluss, dass ich mir ganz wunderbar anschauen kann, muss ich wirklich 7 Tage die Woche geöffnet haben, weil wenn ich weiß, dass ich an manchen Tagen, was schnell passieren kann, am Montag oder am Dienstag oder auch manchmal auch Sonntagabend, dass ich unterm Strich draufzahle dafür, dass ich geöffnet habe. Und dann können Modelle, wenn man sich mal durchrechnet, sich lohnen, dass man sagt, man bezahlt eine Kraft Vollzeit
die aber nur 4 Tage die Woche kommt. Das ist ein echtes Argument für einen Kellner zu sagen, ich arbeite dort, weil ich habe dort 3 Tage die Woche frei und arbeite meinetwegen 30 Stunden, werde aber für 40 bezahlt, kann sich unterm Strich lohnen, wenn wir uns dadurch einen Tag einsparen, wo wir sowieso drauf gezahlt hätten. Das ist jetzt ein Rechenbeispiel, aber einfach mal drüber nachdenken. Solche Fälle gibt es gar nicht so selten. Die 4-Tage-Woche ist wahnsinnig im Kommen und es ist ja auch meistens so, bei den Überstunden, die dann ja doch noch das ein oder andere Mal gemacht werden, hast du in 4 Tagen deine 5-Tage-Woche drin. Ne? Genau. Da dann drauf zu achten, die 3 Tage frei zu haben, ist ein echter Benefit. Ja. Bedeutet aber auch, mehr Personal unter Umständen einzustellen, weil du halt das nicht mit 3 Leuten wuppst, sondern mit 4. Dann hast du zwar einen höheren Personalaufwand, aber die Kosten sind identisch und du hast wesentlich entspanntere und bessere Arbeitskräfte. Der nächste Punkt ist die Personalzusammensetzung. Also wir persönlich empfehlen pro Vollzeitkraft, wenn wir jetzt von 40 Stunden ausgehen, dass auf jeder Vollzeitkraft sollten 4 Aushilfskräfte, Minijobber kommen, Werkstudenten, was auch immer. Wir haben es so gehandhabt, dass wir gesagt haben, okay, wenn jemand ausfällt, dann rufen wir zuerst die Minijobber an und fragen die, ob sie kommen können, weil die können ja sagen ja oder nö. Und den einen Festangestellten, der durch 4 Minijobber quasi geschützt wird, in seinem freien Tag. Wenn wir den anrufen, dann weiß er auch wirklich, hey, jetzt brennt die Bude, die brauchen mich wirklich. Und wir haben es zusätzlich so gemacht, dass wir gesagt haben, wenn derjenige kommt, dann wird er mit 50% Zeitzuschlag belohnt. Warum haben wir das gemacht? Ich habe einen Koch gehabt, der war 4 Jahre bei uns und er war keinen einzigen Tag krank. Und er ist immer eingesprungen für die, die einfach den gelben Schein abgegeben haben. Und der hat zu mir gesagt, Mensch, Annick, du solltest mal drüber nachdenken, dass du nicht die Kranken, sondern die Gesunden belohnst. Und daraufhin habe ich mir gedacht, was passiert denn, wenn jemand einen Krankenschein abgibt? Dann denkt sich ja derjenige, der einspringen muss, klar, nächstes Mal bin ich derjenige, der den Krankenschein abgibt, weil ich möchte jetzt auch mal Freizeit haben. Durch diesen Zeitzuschlag wird sofort ein Gleichgewicht hergestellt, dass derjenige, der den Krankenschein abgibt, der ruht sich aus, alles gut. Und derjenige, der dafür einspringt, der darf sich eben später dafür ausruhen. Und das hat dazu geführt, dass insgesamt der Krankenstand gesunken ist bei uns. Ich möchte auch noch einen letzten Punkt reingeben, der mir noch sehr wichtig ist zum Thema, wie finde ich schnell Mitarbeiter, auch jetzt SOS, indem man auch schnell zuschlägt. Also ich kenne ein Hotelier, der sagt, ich kriege jeden Mitarbeiter, den ich will, der da draußen verfügbar ist, weil ich die Erste bin, die den interviewt und er hat innerhalb von 6 Stunden den Vertrag auf dem Tisch. Ja. Also der ist einfach so schnell, dass die anderen gar keine Chance haben, sich mit dem noch zu beschäftigen, weil er einfach schon vom Markt weg ist. Also das ist so deren Strategie. Die sagen, sobald irgendwo sich hier meldet, der wird sofort gecatcht. Und sie sagen, klar ist das Risiko da, dass man den jetzt nicht gut genug geprüft hat im Endeffekt. Ja, weil man kann ja auch sagen, man guckt sich erstmal 3, 4 Mitarbeiter an, bevor man denjenigen einstellt. Aber die Schwierigkeit, dass der wieder abspringt in der heutigen Zeit, ist enorm groß oder abgeworben wird. Und eben im Einarbeiten merkt man ja, passt er zum Team oder nicht. Und meistens haben sie auch ein sehr, sehr gutes Gespür für die Leute, denen sie dann das anbieten. Also Schnelligkeit ist auch hier ein Vorteil, wenn man dann quasi genau weiß, jetzt brauche ich jemanden. Wir haben nur noch ein paar Minuten, Annick. Ich würde gerne noch mal kurz in die Runde fragen, ob ihr noch ein Thema habt, was wir noch 2 Minuten besprechen wollen. Und da kommt schon Jan, bitte. Die Annick hatte gerade vorhin angesprochen, dieses Thema Integration von Mitarbeitern, die vielleicht eine Überschuldung hatten oder eine Privatinsolvenz und so weiter. Da würde ich gerne noch mal was hören für. Wie wir das machen? Also erst einmal ist es so, dass das ist jetzt bei uns ein spezieller Fall. Mein Mann ist Jurist und kennt sich dadurch natürlich gut aus, aber es ist auch ansonsten nicht schwierig. Das kann man auch so. Es geht darum, dieses Thema nicht mehr so als Tabuthema zu behandeln. Und wenn der erste blaue Brief kommt, dann einfach den Mitarbeiter zu sagen, Mensch, wir sind für dich da. Und möchtest du zum Beispiel mal, dass wir ein gemeinsames Gespräch mit dem Insolvenzverwalter führen? Da freuen sich alle Beteiligten. Der Insolvenzverwalter hat noch einen zusätzlichen Ansprechpartner.
der Mitarbeiter, uns haben Mitarbeiter gesagt, Mensch, das ist das erste Mal, dass ich mich geborgen fühle. Dass mir einfach jemand hilft bei den Entscheidungen. Und wir besprechen dann mit den Mitarbeitern, ob wir zum Beispiel gewisse Zahlungen für sie vom Lohn direkt abführen sollen, zum Beispiel für die Miete, für irgendwelche Raten und so weiter. Was wir nicht machen, ist, wir geben keine Kredite, auf gar keinen Fall. Es geht um Hilfestellung, ja. Ja, sondern es geht um konkrete Hilfestellung und das ist eben auch mal, wir haben auch zum Beispiel mal eine Mitarbeiterin begleitet, die ist 18 geworden und musste ein Erbe ausschlagen und ihre Familie hat ihr einfach eine Fehlinformation gegeben, so nach dem Motto, wir haben uns um alles gekümmert und wir haben dieses Mädchen dann, sobald sie 18 geworden ist, zum Amtsgericht begleitet und haben ihr geholfen, das Erbe auszuschlagen. Weil wir einfach wussten, die ist sonst, also da gibt es so gewisse Rechte, die wäre sonst für ihr Leben überschuldet gewesen. Einfach nur, weil sie vergessen hat, ein Erbe auszuschlagen. Und das sind natürlich, gut, das sind jetzt so juristische Feinheiten, aber ich denke, jeder findet so sein Thema, wo er sich vielleicht gut auskennt und sei es auch nur einfach ein offenes Ohr zu haben. Und wenn man dann so mittlerweile seine Leute kennt, dann hat man vielleicht schon einen, der ist schon länger in der Insolvenz und dann tut sich das Thema bei jemand anders auf und dann spricht man mit demjenigen, der schon länger da ist. Ist es okay für dich, wenn wir euch beide mal zusammentun, dass du dem ein offenes Ohr schenken kannst und dass derjenige einfach weiß, dass er hier damit nicht alleine ist? Ja, ich merke das halt auch immer, dass es immer wichtiger wird, gerade als Arbeitgeber im Gastro oder im Hotel gewesen oder Gewerbe, als Führungskraft beziehungsweise halt als Arbeitgeber ganz, ganz wichtig ist, die Mitarbeiter auf eine Art und Weise mitzunehmen, die vielleicht früher gar nicht so gang und gäbe war. Also da öffnet sich auch der Vorgesetzte halt gegenüber dem Mitarbeiter unter der Voraussetzung natürlich, dass das angenommen wird. Und ich finde es sehr, sehr lobenswert und sehr, sehr gut, weil wir wissen ja, dass gerade in der Gastro- oder Hotelbranche die Mitarbeiter gerade im Service halt nicht so besonders gut behandelt worden sind in den letzten Jahren. Und deswegen muss sich einiges was verändern. Oh ja, wie oft ich als Kellner früher gefragt wurde, was ich denn eigentlich studiere. Und das ist so nach dem Motto, du kannst doch diesen Beruf nicht lieben. Ja. Es geht halt um Wertschätzung überall. Ja, genau, absolut. Genau. Ja. Und ich glaube, da hat sich jetzt auch echt einiges durch Corona verändert. Und ich hoffe, dass diese starren alten Ideen, die man von Mitarbeiterführung hatte, dass die jetzt nach und nach abgebaut werden dürfen. Denn das wird auf Dauer nicht funktionieren. Also leider aber nicht das Anspruchsdenken der Gäste, die in das Hotel oder in die Gastronomie kommen. Da ist es immer noch schwierig. Also die wollen alle ganz schnell und sofort und überhaupt. Und keiner hat Zeit. Vielleicht gibt es einfach irgendwann auch mal die Möglichkeit, dass die Gäste auch mal ein bisschen entspannter werden. Und ich glaube, da hat sich jetzt... meinst du, dass es nicht jetzt schon sich sehr viel getan hat, dass die Leute da wieder merken, was Gastronomie eigentlich ist? Na, gerade das, was ich eben erfahren habe. Also die Geduld nach Corona ist einfach mal aufgebraucht. Also die Leute wollen raus, die wollen reisen, die wollen in die Gastro. Die sehen es nicht ein oder die informieren sich zum Teil auch gar nicht, welche Möglichkeiten heutzutage gegeben sind, ob man getestet werden muss, wenn man im Innenbereich oder Außenbereich. Mhm. Die kommen einfach, fahren irgendwo hin, 20, 25 Kilometer, sind dann vor Ort und werden dann enttäuscht, weil sie nicht die Möglichkeit gegeben haben, weil die gesetzlichen Voraussetzungen momentan nicht gegeben sind. Also jeder ist halt irgendwie auch gefragt, sich da irgendwie einzubringen. Der Gast, wie halt auch der Mitarbeiter. Wobei ich aber auch glaube, dass es ein bisschen regionsabhängig ist. Also in manchen Standorten höre ich von Kollegen, dass deren Gäste auf jeden Fall eine höhere Wertsteigerung jetzt den Personal gegenüber bringen und auch das Verständnis mitbringen. In Großstädten wie Berlin höre ich eine Katastrophe beispielsweise. Mhm. Also ich glaube, es ist vielleicht auch so eine Regionsfrage. Es ist nicht überall so schlimm. Was ich halt hoffe, ist auch, dass dieser Preiskampf jetzt nicht losgeht, ja, und nach dem Restart die Leute jetzt auf einmal meinen, sie müssen weiterhin ihr Schnitzel für so und so viel oder noch für einen Dumpingpreis bekommen oder so. Und grundsätzlich, aber wenn ich jetzt in die Schweiz gucke, wie teuer hier ein Teller ist und wie das Personal hier angesehen wird, das ist eine komplett andere Nummer wie in Deutschland oder noch schlimmer in Österreich. Mhm. Und Also
gerade jetzt bei der Hotellerie, tendenziell wird es so sein, dass die Rate halt nicht runtergeht, sondern die Rate wird hochgehen. Definitiv. Ja, hoffentlich. Also muss ja. Muss, natürlich, natürlich, klar. Ja. Aber also, ihr Lieben. Ja, ich würde mal sagen, wir machen noch ein extra Webinar mal zum Thema echte Wertschätzung. Das ist eine schöne Sache, schreibe ich gerade mal auf. Weil da fällt mir jetzt noch eine Menge ein. Das ist nämlich genau der Punkt. Was ist wirklich echte Wertschätzung? Also, und das ist, ja, gut, könnte ich jetzt stundenlang reden. Machen wir. Echte Wertschätzung. Und es gibt noch ein Webinar zum Thema Sinnhaftigkeit, ne? In der Hotellerie und Gastronomie, wie man die herstellt und wie man das schafft. Grundsätzlich, glaube ich, können wir subsumieren, dass das Wichtigste ist, glaube ich, Mitarbeiter zu finden. Man lässt sie gar nicht erst los. Das Wichtigste ist, man verliert keine Mitarbeiter. Und das schafft man, glaube ich, nur über Employer Branding, über eben den Struktur. Über Struktur, aber auch über den persönlichen Austausch und die Menschlichkeit und Sinnhaftigkeit und Wertschätzung. Für alle, die es kennen, die dürfen jetzt rausgehen. Wir haben nämlich 11 Uhr. Was Annick und ich jetzt noch im Anschluss machen, ist, dass die Punkte, die wir heute besprochen haben, die habe ich hier auf meinem anderen Bildschirm und die lese ich nochmal vor, dass die Leute, die Lust haben, nochmal zu subsumieren, sich das anhören können. Das wird jetzt ein kurzes Durchgespiele. Und alle, die jetzt in den Alltag wollen und meinen, ich habe alles begriffen, die dürfen jetzt gehen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Annik, haben wir da schon das Thema stehen? Noch nicht, ne? Kriegen wir dann hin. Aber ich denke, das Thema echte Wertschätzung ist eine gute Sache. Genau. Und jetzt eben der Vorteil ist dann bei unseren Videos, weiß dann jeder, okay, wenn er mal kurz reingucken will, scrollt er ganz zum Schluss hin und dann sieht er immer die Zusammenfassung. Genau, so ist es. Ich sage vielen Dank nach... Ja. Brandenburg, nach in die Schweiz. Genau. Mache gut und euch eine schöne Woche noch. Dankeschön, euch auch. Danke. Und bleibt am Ball. Ciao. Ciao. Gut, ich gehe mal auf meinen Bildschirm. Desktop 2 sollte das sein. Seht ihr ihn ja, ne? Genau. Okay, dann starten wir mal. Ich lese vor und du gegebenenfalls, Annik, gehst nochmal rein. Es ging um das Thema SOS gute Mitarbeiterinnen finden im interaktiven Live-Webinar. Und Annik hatte gesagt, man kann beispielsweise gute Mitarbeiter hat man zwar, aber finden tut man momentan die Hilfskräfte und die können einiges machen und den guten bestehenden Mitarbeitern abnehmen. Beispielsweise die Terrasse aufbauen oder das Essen rauszubringen und man kann die Anzahl der Menükartenhalter und Medagen verdoppeln und in Ruhe auffüllen und die Karte als Printprodukt wirklich in Stapeln da haben, damit man gleich neues Material hat, wenn es auch mal Regen gibt. Genau, das wäre dann auch um die Hilfskraft, wenn sie die Terrasse aufgebaut hat, dass sie dann halt diese ganzen Auffüllsachen macht, statt dass man seine Servicekräfte bis nach Mitternacht beschäftigt. Das ist der Hintergrund. Und die gute Servicekraft, die bleibt dann beim Gast, ne, und hat da helfen eben Hilfsmittel wie die mobile Kasse oder der Kassendrucker. Es nimmt ihm viel Arbeit ab und kann dann quasi mehr mit dem Gast umgehen und da sein Können ausspielen und da seine Zeit verbringen. Und dann kam noch die Idee von einem Best Practice zum Mittagstisch, dass man bereits halt Wasser, Wein in geschlossenen Flaschen auf dem Tisch stehen hat, dass man sofort ungefragt einen Salat und ein Brot bekommt. Und dann, wenn man schon isst und sich selber Wasser eingeschenkt hat, kann man den Hauptgang in Ruhe auswählen und man schafft es dann tatsächlich, innerhalb von 30 Minuten ein 3-Gänge-Menü am Mittag durchzuwinken. Und das ist natürlich schön auch für den Umsatz. Gäste können online bestellen. Ihr solltet euch mit einem Online-System auseinandersetzen und übernimm noch mal kurz hier, Annik, hilf mir schnell. Ja, es geht einfach darum, dass dieses Online-System nicht einfach installiert werden kann, ohne dass der Prozess angepasst wird. Also das wirklich genau anschauen, dass es auch in den Ablauf reinpasst und dass das Personal nicht am Tresen festwächst, sondern weiter am Gast ist und das Ganze eben nutzerfreundlich gestaltet ist. Und der QR-Code, genau, dass der gut sichtbar ist, dass man halt gleich mit dem Handy gucken kann, was ist los hier. Die Abräumestation für Hilfskräfte kann gut aufgefüllt sein mit die Menükarte am Tisch, Besteck und Servietten in Körben. Das hat man noch nicht besprochen, aber das geben wir gerne noch mit dazu. Ja. Mehrere Bonkopien, damit auch jeder schnell arbeiten kann, die dann natürlich auch gleich in der Küche ankommen oder eben auch beim Personal zum Abarbeiten bleiben. Dann kurzer Hinweis, weil das haben wir vorhin nicht genannt, also Besteck und Servietten in Körben, damit meine ich nicht, die dürfen ja jetzt nicht auf dem Tisch stehen aktuell, sondern wenn ich das in Körben
einzeln fertig mache, dann muss ich keine Servietten falten oder kein Besteck irgendwie in irgendwelche Halterungen tun. Spart Zeit. Je nachdem, genau, es spart sehr viel Zeit, da kann schon Salz und Pfeffer mit rein. Passt nicht zu jeder Gastronomie, aber zu der es passt, ist es hilfreich. Dann haben wir gesagt, dass auf einen Festangestellten guten, beispielsweise 4 Minijobber kommen, sodass man jemanden hat, der springen kann, wenn er ausfallen sollte wegen Krankheit oder Ähnlichem. Und dass man sich tatsächlich überlegen soll, ob man nicht doch 1 oder 2 Ruhetage einführt, anstelle 7 Tage die Woche offen zu haben und dann 1, 2 Tagen draufzahlt, weil man nicht genügend Umsatz macht. Da sind wir beim Umsatz und dem Thema, womit verdiene ich wirklich mein Geld? Schaut euch den Deckungsbeitrag an, hört auf, mit der Aufschlagskalkulation zu rechnen. Die ist aufgrund der überteuerten oder vermehrten Personalkosten, die sich in den letzten Jahren gesteigert haben, absolut inadäquat geworden, werden aber immer noch berichtet und erklärt. Von daher überlegt euch den Deckungsbeitrag, da könnt ihr uns auch gerne zu anschreiben. Da haben wir auch einige Informationen für euch. Überlegt euch Upselling-Möglichkeiten und wie ihr eure Einkaufspreise optimieren könnt, also niedriger machen könnt oder mit größerer Marge einkaufen könnt. Wo finden wir Mitarbeiter? In Social Media Number One, Number One, Number One. No-Go sind Anzeigen, also beziehungsweise kann man machen, aber es verpufft einfach viel an Geld. Ich meinte die Anzeigen mit den suchefleißigen und flexiblen, genau, freundlichen Kellner. Die kann man für sich für den hacken. Familienbetrieb. Genau, für den familiären Betrieb. Also genau. Einfach alle anderen Anzeigen einmal durchlesen, alle Wörter, die dort vorkommen, auf die No-Go-Liste stellen und mal überlegen, wie wir es anders formulieren können. Genau. Dann haben wir noch Erfolgsbeteiligung und statt Umsatzbeteiligung beim Personal selbstverständlich. Und klare Strukturen, die man wirklich jetzt einmal komplett durchdenkt, die geben einfach auch Sicherheit. Genau. Besprochen in der Gruppe, da kamen noch ein paar Zusatzeinfälle, war die Idee, dass man auch Anzeigen nach dem Motto, hey, wir suchen jemanden vom Team, auch in Flohmarktgruppen posten kann, eben das Team selber auch bitten kann, hey, könnt ihr nicht suchen nach jemanden, dass ihr Avatare erstellt, das steht hier gerade nicht, aber eben ja. Avatare und Zielgruppen Menschen baut, die ihr euch wünscht für euer Team und genau die dann auch ansprechen und beschreiben in eurer Nachfrage nach Mitarbeitern. Ihr könnt punkten mit eurer Unternehmenskultur und dem Employer Branding. Ihr könnt punkten, indem ihr halt eine Sinnhaftigkeit in die Arbeit gebt, wie dass ihr halt ein nachhaltiges Hotel oder eine Gastronomie seid oder dass ihr soziales Engagement habt, mit dem ihr punkten könnt. Sicherheit und Struktur ist gerade jetzt in Corona-Zeiten wahnsinnig wichtig, damit die Leute schneller zusagen. Denn eigentlich ist es eine wackelnde Branche, wo alle sagen, ey, die gibt mir keine Sicherheit und Struktur. Und wenn ich das nicht vermitteln kann im Gespräch mit einem neuen Mitarbeiter, mit einem potenziellen, dann wird er auch nicht zwingend kommen. Genau, und dann hilft noch Schnelligkeit. Also wenn ihr einen Mitarbeiter an der Angel habt, der vielleicht interessiert ist, macht euch den, also sichert euch den schnell, indem ihr sehr, sehr schnell einen Arbeitsvertrag schickt und ihm eine Zusage für den neuen Job gibt. Ja, damit sind wir am Ende für heute. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Hat Spaß gemacht, das haben wir gesagt. Echte Wertschätzung wird das Thema sein. Genau, und dann freue ich mich, dass ihr alle da wart. Und die Aufzeichnung gibt es in den nächsten paar Wochen, nicht gleich morgen, nicht gleich übermorgen, aber ich sag mal so Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, gibt es die Aufzeichnung dann auch für alle, die sich eingetragen haben und das Ganze nochmal nachschauen wollen. Okay. Guten Restart wünsche ich euch. Bleibt zuversichtlich und dran und lasst uns die Branche weiter nach oben rocken. Ja, auch von mir vielen Dank. Und wer noch Fragen zu dem Thema hat, kontaktiert mich gerne per E-Mail oder Telefon. Genau, und uns beide kriegt ihr übrigens mit hallo@salzinderrupp.de als E-Mail. Ihr findet uns ja sonst auch. Wir haben uns ja hier auch gefunden. Ne? Alles Gute euch. Tschüss. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen. Und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg!